heutiger Gast auf ein Glückskaffee mit ist der Wiesbadener Besucher aus Krefeld, Lothar Kleskes. Lothar ist Olympiasieger in Tokio 1964, Weltmeister 1962 in Mailand, siebenfacher deutscher Meister im Radrennsport. Er ist aus Krefeld und hat eine ganz besondere Lebens- und Schicksalsgeschichte. Herzlich willkommen, Lothar Kleskes. Ja. Tee oder Kaffee? Ich trinke Tee. Mhm. Prost. 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 Ja, Lothar, was bedeutet für dich eigentlich persönlich Glück? Ja, Glück bedeutet für mich, dass einmal gibt es ja auch Unglück, aber ich fange zuerst mal mit dem Glück an. Man ist jung und will nach oben, nicht? Und wenn man nach oben will, dann muss man Glück haben. Und das fängt an, wenn man in der Schule geht und plötzlich kommt ein Schulkamerad mit einem Rennrad zur Schule. Und das ist so faszinierend, wenn man das sieht, der viele Chrom und das rote Rad. Und dann war ich begeistert von einem Rennrad. Das heißt, ich wollte nie Rennfahrer werden, aber ich war so begeistert, dass ich unbedingt ein Rennrad haben musste, nicht? Und das Glück kommt wieder, nämlich als dieser junge Mann das Rad stibitzt hatte vom Bruder, nicht? Und dann kam es weiter, dass er dann eines Tages sagte, hör mal, du kannst das Rennrad kaufen für 60 D-Mark. Und früher war alles arm, das war 50er Jahre. Das war viel Geld. Und das war viel Geld und so weiter. Aber ich habe gedacht, das kriegst du zusammen. Ich hatte 15 D-Mark, meine Tante, die gab mir 15. Ja, und die Mutter hatte auch 20. Und dann hat mein Vater gesagt, ja gut, dann verkaufen wir Eier, damit wir die 60 zusammenkriegen. Und wir hatten die 60 zusammen und ich hatte jetzt ein Rennrad. Das heißt, ich wollte nicht Rennfahrer werden, sondern ich wollte nur ein Rennrad besitzen. Und das war so schön. Und dann fing ich damit zu fahren und zu fahren und traf den anderen Rennfahrer, die schon gut waren, sehr gut waren. Ja. Aber das wusste ich ja alles nicht. Mhm. Und ich selbst wusste ja auch nicht, dass ich ein Talent bin. Mhm. Das muss man erst mal erfahren von anderen, die das sehen. Ja, weil ich ja gar keine Ahnung habe, wie schnell man fahren kann. Und dann war einer, der hieß Günther Mertens. Und der sagte zu mir, hör mal, du bist ein Talent. Immer zu meinem Vater, der hat ein Fahrgeschäft. Und da kannst du alles erfahren. Und dann gehst du im Verein und dann sollst du sehen, dass du mal ein Großer wirst. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, ich habe Talent, ich soll mal ein Großer werden. Dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich im Verein. Und dann rucki-zucki wurde ich Vereinsmeister. Vom Club und dann ging das weiter. Dann gewann ich so viele Jugendrennen, Hunderte, bis ich war damals 12 Jahre alt und da war man so jung, man durfte erst mit 14 richtig anfangen. Aber ich bin dann 14, 16 gefahren, dann bin ich 16, 18 gefahren und dann wurde ich zweimal deutscher Jugendmeister, einmal im Sprint und einmal im Straßenfahren. Ja, und dann war man, der Bund Deutscher Radfahrer, der war aufgehorcht. Er hat gedacht, das wird einer. Mhm. Und dann bin ich in die Nationalmannschaft berufen worden, das war 61. Wie alt warst du da? Ja, da war ich 19 Jahre. Mhm. In die Nationalmannschaft mit 19. Ja, und da musste ich schnell große Rennen gewinnen, damit ich in die A-Klasse kam. Und ich habe dann direkt die Amateurrennen gewonnen und so weiter. Da war ich in der A-Klasse und dann ging es schon zu den ersten Länderkämpfen. Ich war entdeckt und das war 61. 61 wurde ich deutscher Meister mit Clemens Groß-Immenhaus über 100 Kilometer. Und ich war gerade mal 19 Jahre alt. Ne? Und über 100 Kilometer in Nürnberg. Und dann ging es Schlag auf Schlag. 62 wurde zum ersten Mal im Radsport eine Weltmeisterschaft ausgetragen in Mailand, die Gorelli-Bahn, im Vierer-Mannschaftsfahren. Das heißt, vier Mann fahren 4000 Meter. Und dann wurde ich berufen als 20-Jähriger in die Nationalmannschaft und siehe da, mit zig Weltrekorden sind wir als erste deutsche Mannschaft überhaupt Weltmeister geworden. Und das 1962 und ich war 20 Jahre alt, ja, und dann war ich entdeckt. Dann ging eins, kam zum anderen, 63 Weltrekord gefahren in der Deutschlandhalle in Berlin
Und dann kam ja die Olympiade. Wir hatten es sehr schwer. Wir mussten erstmal die DDR-Ausscheidung gewinnen. Das war noch gesamtdeutsche Mannschaft. Das haben wir alles geschafft, wunderbar. Und dann ging es nach Tokio. Ja, und jetzt, das war alles nur Glück, dass man einmal überhaupt dahin kam. Das war so schwer, aber wir kamen dahin. Wir hatten so ja drei Plätze geholt im Zeitfahren, im 4000 Meter Anzugfahren und im 4000 Meter. Naja, dann ging es ab nach Tokio und siehe da, ich komme in Tokio an und dann kriege ich eine Halsinfektion. Mhm. Nicht? Und diese Halsinfektion war so schlimm, ich musste Reparin gespritzt bekommen und so weiter. Kamen die Professoren aus Freiburg, die kamen alle zu mir im Olympischen Dorf und wir müssen sie gesund kriegen, wir müssen sie. Ihr müsst Olympiasieger werden. Und ich musste auch im 1000 Meter antreten, weil ich ja Weltverkäufer war. Mhm. Das hat nicht hingehauen. Ich bin nur Sechster geworden. Alles in einer halben Sekunde. Hätte ich das Pech nicht gehabt, dass ich krank gewesen wäre, wäre ich mit Sicherheit ganz vorne gewesen. Das hat auch der Olympiasieger Patrick Zerkü gesagt. Wenn Kleskes gesund geblieben wäre, dann wäre es schwer für mich geworden. Aber das nur nebenbei. Wir haben den, jetzt kommt es. Jetzt war ich ja nicht gesund. Aber jetzt kommt das große Glück. Nämlich, dass anfing zu regnen. Mhm. Und Bahnrennen draußen, die können nicht gefahren werden, wenn es regnet. Sodass ich 4 Tage Zeit hatte, wieder gesund zu werden, mhm. um an den Start zu gehen. Mhm. Und als ich an den Start ging, mit meinen Kollegen Streng, Hendricks, Link, da war ich in Ordnung und da lief alles von selbst. Nicht? Wir wurden dann nach langem Warten, ich muss sagen, die Italiener waren so gut nach langem Warten, wurden wir den Olympiasieger, da war nicht so heute die Zeit, wie dann alles zack, zack geht, da musste ausgewertet werden mit Kontraststrafen und so weiter. Und dann waren wir Olympiasieger. Mhm. Ja, und dann war also mein Ziel, das Glücksziel war total erreicht. Dann bin ich schnell Profi geworden, um Geld zu verdienen, das ist so, man will ja nach oben, mhm. nicht? Und dann wurde ich Profi und jetzt kommt das Unglück, mhm. was ich vorher gesagt habe. Dann kommt das Unglück, dass ich 1966, am 28. April 1966, verunglückte. Ich bin vom Auto angefahren worden, lebensgefährlich verletzt. Ich war klinisch tot mhm. und hatte wieder Glück, nämlich der Krankenwagen war innerhalb von Minuten da, weil er gerade einen Patient wegbrachte, nicht? In der Ecke rum, brachte den Patient, dann wurde er über Funk wahrscheinlich gerufen, da und da, schwerer Unfall. Ich in dem Krankenwagen, kam in der Klinik nach Rheinberg und da war ein Doktor, der kannte mich vom Sport her. Mhm. Und ich hatte zufällig an dem Tag meinen Ausweis dabei, mhm. was ich sonst nicht habe. Mhm. Aber ich wollte an dem Tag, weil ich Henninger Turm gewinnen wollte, ich hatte gerade in Spanien ein großes Rennen gewonnen, in Montjuïc als Profi. Und dann wollte ich trainieren, 200 Kilometer, habe ich gesagt, auch nimm mal Portemonnaie mit und so weiter, kannst du was essen unterwegs. Und er kannte mich, das war ein toller Arzt. Und dann hat er gesagt, so, ich hatte kein Blut mehr. Er sagte, komm, Blutersatz. Der hat eine tolle Kondition, der junge Mann. Den kriegen wir wieder hin. Und der hat mich tatsächlich nach 3 Tagen Koma, bin ich wach geworden, habe den geschrien, ich habe keinen Arm mehr, ich habe keinen Arm mehr. Er sagte, doch, der ist da, hier. Meinen rechten Arm genommen, nach links geführt. Da habe ich gesagt, tatsächlich, der ist ja noch dran. Nicht? Und dann war ich auch glücklich und dann bin ich da lange gelegen und der musste der Arm. Ich hatte eine Plexus-Brachialis-Schädigung, nicht der Hauptnerv, der unter dem Schlüsselbein liegt. Und ja, dann bin ich denn gesund gemacht worden, in Fragezeichen, arm gelebt, nicht? Und ja, und dann fängt man an nachzudenken über das Leben. Mhm. Man hat nur Glück gehabt und jetzt das Pech und dann fängt man an zu glauben. Mhm. Nicht? Dann betet man und glaubt an Gott. Und alles nur Kirche, Gott, macht mich gesund, ich will ein Großer werden. Und ich muss sagen, das hat so viel geholfen, dass ich gebetet habe und bin denn wirklich noch ein Großer geworden in meinem Beruf. Mhm. Erfolg als Selbstständiger und habe. Hast du eine Schreinerlehre dann gemacht? Nein, ich hatte keine Schreinerlehre. Ich war Kaufmann, aha. aber ich war Altenwarenhändler und habe immer nur die Schreiner bedient. Ah, okay. Und mein Hobby war Innenarchitektur und Möbelbau. Palisander, Makassar früher und wie das alles so ist. Mhm. Und dann habe ich dann erstmal für Freunde, dann oben gebaut, das, dies, jenes. Und dann bin ich so langsam reingestiegen und dann kam ja
das, wie das so ist, die Menschen, die sind ja so, der Christus, der braucht Möbel, der ist Olympiasieger. Und dann wollten die alle was von mir gemacht haben. Welchen Impuls würdest du eigentlich jungen Menschen geben? Welchen Glücksimpuls? Du hast jetzt so große Erfolge, ja. Großes Glück, großes Unglück. Was ist dein Impuls für junge Menschen, die vielleicht auch an schwierigen Situationen gerade stehen oder Stolpersteine haben? Ja, man muss an das Glück glauben. Mhm. Und da muss man auch was für tun. Mhm. Man muss dran arbeiten und muss sagen, Glück kommt nicht oft alleine, aber man muss so fest daran glauben, dass man einfach jetzt in der Kirche geht und sagt so, jetzt fange ich an zu beten, ich glaube. Mhm. Und das macht so stark und das gibt so viel Energie, nicht? Und dann geht das. Mhm. Und dann muss man sich verlieben, dass man auch wieder Glück hat. Mhm. Und so geht das dann immer weiter. Und dann kommen die Kinder, dann hat man auch Glück. Und dann ist man mitten im Leben und dann sagt man vielleicht, ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Nicht? Mhm. Und das muss ich ja auch sagen, da ist bei mir auch alles eingetreten. Trotz schwerer Unfall, gelähmt, den Arm, 70% invalid. Und dann kommt das Glück, indem ich die richtige Frau kennenlerne, bekomme zwei Kinder, mhm. nicht? Und heute habe ich zwei Enkel, mhm. nicht? Und das ist Glück perfekt, mhm. nicht? Und ein tolles Hobby, wo dich ausfüllt. Und mein tolles Hobby, nicht? Ja. Und meine tolle Tochter, die hier also, wie gesagt, in Wiesbaden arbeitet und deshalb bin ich oft in Wiesbaden, mhm. nicht? Ich kenne den Steffen. Sehr gut. Das ist quasi dein Glücksort hier. Das ist mein Glücksort. Mhm. Meine Tochter verdient hier gutes Geld. Und der ist so lieb, der Alex, dass wir einfach sagen, wir müssen uns abends zusehen. Ja. Und dafür bin ich hier. Mhm. Und hast du vielleicht noch ein Glückszitat, Gebet, was dich so dein Leben lang begleitet, als abschließende Frage? Als abschließende Gebet? Ja, Glaube macht stark. Mhm. Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich, lieber Lothar. Ich habe auch ein ganz kleines Erinnerungsgeschenk für dich. Ich war vor kurzem auf einem Jugendforum und das ist eigentlich ein ganz passendes Forum gewesen. Mhm. Sport hat die Kraft, Mauern zu brechen, genau. Und Mauern niederzureißen. Ja, das war Save the Dream, rette den Traum. Ja? Ja. Und dadurch, dass du ein großer Sportler warst, das ist ein kleines Freundschaftsband und dass du dich immer an das Interview erinnerst. Ja. Vielen herzlichen Danke, Dank für das Interview. Alles klar. Danke. Danke.